Wir sind online auf YouTube. Sehr gut. Hallo Mario. Hallo, guten Danke, Abend. dass du dir Zeit nimmst. Schön, dich hier zu haben. Ja, Und ich freue hoffe, mich. es geht es gut. Ja, alles gut, danke. Ganz entspannt in den Ferien. Sehr schön. Du bist ja normalerweise auch hier fast Nachbar mit mir in München. Ja, er schon. Aber jetzt heute ein bisschen weiter weg in der Nähe von Stuttgart. Ja, ich bin heute nicht in München, aber sonst, ja. Wohne ich da normalerweise. Wann beginnt ihr wieder mit den Orchesterproben? Wir haben jetzt ein paar Sachen, aber jetzt ist alles ein bisschen auseinander, weil wegen dieser Coronavirus-Maßnahmen, ne, wir dürfen nicht alle zusammenspielen. Dann ist eher ein bisschen kompliziert von Organisation her, aber wir haben kleine Programme mit Blechbläser oder ja, ganz klein besetzte Programme, wo wir spielen können. Aber es ist wirklich jetzt 2 Wochen bis nächste Saison. So, ich hoffe, dass ab September wieder relativ no normal wieder anfängt. Hoffen wir. Und dann, ich hoffe auch. Ja. Ich kontrolliere noch ganz kurz, bevor ich dich vorstelle, ob das auch online schon sichtbar ist. Okay. Du bist mein zweiter Gast Ja. und ich bin noch dran, alles technisch zu lernen, aber ich glaube, es hat funktioniert. Ja, es funktioniert. Also, wir haben auch den Live-Chat und die Zuschauer dürfen uns gerne Fragen stellen. Es geht hier um heute um Übetipps. Ich werde Mario ausquetschen übers Üben, über seine Überroutine, über Motivation und schauen wir mal, was du uns noch alles für Geheimnisse Ja. mitbringst. Ich stelle Mario ganz kurz vor. Wir kennen uns aus Salzburg. Wir haben am gemeinsamen Mozarteum studiert. Ja. Und sind in Kontakt geblieben und Mario ist wirklich ein fantastischer Trompeter. Also schon im Studium, als wir uns noch nicht ganz so gut persönlich kannten, habe ich von dir gehört. Also es war immer Mario, Ja, Trompete. das wusste ich nicht mal. Das war wirklich, wurdest du immer, auch für die Orchesterprojekte haben alle von dir geschwärmt. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass du uns dann wirklich auch Übe-Tipps für die Trompete geben kann. Also du bist, darf ich sagen, 92 geboren, einiges Ja, jünger als ich, in ja, Madrid. Mario spricht ja. super Deutsch, aber ist Spanier und hat dann im Alter von 8 Jahren mit der Trompete begonnen. Genau. Und dann auch am Konservatorium, Real Conservatorio Superior de Música, ich hoffe, habe richtig ausgesprochen. Ja, super. In Madrid hast du bei Enrique Rioja studiert Genau. und später bist du nämlich durch ein Erasmus-Austauschprogramm dann an die Universität Mozarteum Salzburg gekommen und dann hast du bei Hans Gantzsch ja erst Genau. studiert. Und Illegal. Hans Gantzsch ist dann in Pension gegangen. Aber wir Dabei sind weitergegangen, kurz danach. Und dann, aber dann nach meinem Erasmus bin ich zurück zu Madrid. Dann habe ich meinen Abschluss gemacht. Dann kam ich zurück für den Master an genau. die Solo-Trompete an der Bayerischen Staatsoper. Genau. Und mit Also dem habe ich angefangen. Ja. ja, und Masterstudium hast du eben bei Andreas Oettel gemacht. Und Nicht dann. gab, nicht, nicht abgeschlossen, aber ich habe es angefangen. Okay. Also du Ja. hast kein Diplom. Nee, noch nicht. Also ich Okay. weiß nicht, ob ich das überhaupt kriege, aber weil ich bin jetzt ein bisschen ausgeschaltet von der Universität und so. So, ich bin nicht mehr in Verbindung mit dem Lehrer und so. Aber angefangen habe ich. Ich habe manche Kredite. Okay, aber umso besser. Also dann bin ich gespannt, was du uns zum Üben sagst, weil du hast noch nicht abgeschlossenes Studium gehabt, bist Ja. schon aufgenommen worden von dem Berliner Philharmoniker in der Akademie. Und das ist eine unglaubliche Leistung. Also wirklich Gratulation dafür, für dieses. Es war sicher eine tolle Erfahrung, bei den Berliner Philharmonikern mitzuspielen und hast sicher Ja. unglaublich viel gelernt. Auf jeden Und Fall, ja. das ist wirklich toll, dass du während dem Studium da schon aufgenommen wurdest und hast dann als Solotrompeter auch in vielen Orchestern Erfahrung gesammelt, Bayerischen Staatsorchester, Elbphilharmonie, NDR-Orchester und auch Scala di Milano hast du schon gespielt, du wirst Ja. oft eingeladen. Du hast zahlreiche Wettbewerbe gewonnen und ja, bist jetzt seit 1. Juli 2016 der Solotrompeter vom Münchner Rundfunkorchester. Genau. Ja, gibst, also im Moment unterrichtest du ja selber nicht regelmäßig, aber du bist immer wieder eingeladen als Dozent für Trompete bei Meisterkursen
Und deshalb hast du auch dort deine Unterrichtserfahrung. Genau, ich werde jetzt mehr unterrichten eigentlich, weil ich werde ab nächstes Jahr einen Lehrauftrag haben in Madrid, in einer Universität. Wow, super! In eine neue Universität. Ich wurde eingeladen als Gastprofessor. Und da werde ich ein bisschen mehr unterrichten wahrscheinlich. So, ich werde ein bisschen mehr lernen. Das ist auch ein Ziel von mir, ein bisschen mehr lernen, wie man unterrichtet. Weil ich bin noch ganz grün. Ich weiß nicht, ob man das so sagt. Aber ich muss noch viel davon lernen. Und ich freue mich sehr auf jeden Fall. Ja, toll. Also ich werde auf alle Fälle unten auch verlinken für die nächsten Meisterkurse, die mit dir möglich sind. Wer interessiert ist, kann sich da vielleicht informieren dann auch. Okay. Und ihr findet dann alle Infos zu Mario eben noch in der Infobox und seine Biografie könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Interview habe ich mit ihm auf meinem Blog gepostet. Wer da noch nachlesen möchte, findet alles unten in der Infobox. Aber wirklich beachtlich, was du schon in dieser kurzen Zeit alles geleistet hast. Und jetzt meine Frage aber, du übst jetzt natürlich sehr gerne und sehr viel, du hast ja auch tolle Ziele. War das auch so, als du jung warst, als du angefangen hast? Hast du gerne Trompete gelernt? Als Kind, gelernt, geübt. Als Kind sagen meine Eltern, dass ich nicht so gerne geübt hatte, eigentlich. Vor allem im Sommer und so. Ich habe immer gerne gespielt, aber nicht unbedingt im Sommer geübt oder üben wollen. Weil, ja, man ist, man will am Strand gehen oder man will ins Pool und dann das, vor allem in Spanien ist es sehr heiß, ne? Und da noch dazu üben, ist anstrengend. Und als Kind will man das überhaupt nicht, ne? Und die haben mich mehr gezwungen, ne? Und okay, dann es führt zu ganz viele Streiten und so, aber es ging. Und aber mein Lehrer hat damals gesagt, er ist ein Kind, der braucht nicht so viel üben. Das ist okay. Und da hat er auch recht. Aber danach, mit 10, 12 wahrscheinlich, dann habe ich es mehr geliebt. Vor allem, ich hatte mich schon entschieden, ich möchte Musiker werden. Wow. Mit 12 oder so ungefähr, ja. Ich möchte Trompeter werden. Und dann habe ich, das hat richtig angefangen, dann habe ich mehr geübt. Ich habe niemals geübt wie ein Geiger oder wie ein Pianist, 8 Stunden am Tag. Das können wir. Oder bei uns können die wenigsten so lange üben, wegen Konditionen und so. Ja. Aber ja, ich war immer sehr fleißig und immer noch. Man muss fleißig sein, wenn man Profimusiker werden möchte. Ne? Was heißt es, wenn du sagst, du kannst nicht so viel spielen, was verständlich ist, weil ich bin keine Bläserin, deshalb als Kind, was ist da so ungefähr, was ist machbar für einen Trompetenschüler? So, für ein Kind, wenn man anfängt, so 8 bis 10 oder 12, 8 bis 10 oder so, wenn man eine halbe Stunde am Tag übt, es reicht vollkommen. Oh, okay, aber das ist dann vielleicht schon mehr als manche Geigenschüler in dem Alter üben. Ah, okay. Aber eine halbe Stunde für ein Kind ist machbar, auf jeden Fall. Am Tag ist nicht viel. Ja. Ist nicht viel. Dann muss man immer mehr, ich übe jetzt, wenn ich einen guten Übungstag habe, dann ist 4 Stunden oder so ungefähr. Okay. Aber ja, das ist fast ähnlich wie Geige. Also Geigen eigentlich sinnvolles Training oder sinnvolles Üben, damit man auch konzentriert ist, sagt man im Schritt, also regelmäßig so 4 bis 5 Stunden. Man kann natürlich, man muss sich es gibt intensive Phasen für Wettbewerb, da übt man immer ein bisschen mehr. Aber dieses regelmäßige Üben, was man wirklich täglich macht, wenn man da 4 Stunden schon gut schafft, konzentriert, ist das ganz schön viel. Das ist natürlich, ich möchte jetzt die Zuschauer auch nicht erschrecken, dass die, das heißt, wenn man wirklich sich entscheidet, du hast gesagt, du hast dich entschieden, den Weg als Profimusiker einzuschlagen, dann muss man natürlich wie ein Sportler auch dafür entscheiden und dann muss man auch eine gewisse Stundenanzahl dann auch einfach machen, um das Repertoire und die Technik dann einfach zu lernen. Aber ich als Trompetenschüler eine halbe Stunde zu investieren, das ist, glaube ich, machbar. Ich glaube, eine halbe Stunde schafft jedes Kind. Ne? Mhm. Ich meine, statt mit dem iPad rumzuspielen oder so, kann man immer dicht sitzen und eine halbe Stunde spielen. Muss nicht unbedingt Tonleiter sein. Es kann auch ein Lied von Disney. Ich habe als Kind zum Beispiel wahnsinnig viele Playalongs gehabt. Von Disney-Lieder und von Jazz-Stücke, so ganz unwichtige Musik sozusagen. Mhm. Aber ich meine, es war nichts Kultiviertes. Aber ich habe immer gespielt und gerne gespielt. Und das ist, was wahnsinnig viel macht am Anfang, ich glaube. Das einfach spielen. Ja. Und das Üben kommt erstmal danach, ich glaube. Wenn man ein bisschen konsequenter üben kann.
Aber das Spielen ist wichtig als Kind. Das Üben, dass man das lernen muss mit der Zeit. Also auch das muss gelernt werden. Hat dein Lehrer dir Übetipps mitgegeben? Hat dein Lehrer mit dir ein bisschen strukturiert gesagt, zu Hause mach das, das und das? Oder hast du einfach drauf losgespielt dann zu Hause? Nee, der war sehr schlau. Der hat, deswegen bin ich auch Musiker geworden, wegen ihm. Sonst hätte ich auch wahrscheinlich Trompete nicht gespielt, hätte ich was anderes gespielt. Weil er hat mich sehr beeindruckt als Kind. Mhm. Und er war sehr schlau, hat mich sehr gut organisiert, wie ich studieren sollte. Er hat mir immer gegeben, von Arman, unsere Methode, hat mir immer die Übungen gegeben, okay, du übst für nächste Woche das und das und du übst das so lang und so lang. So, er war sehr organisiert. Und das hat mir immer geholfen, ne? Auch wenn ich älter war und nicht mehr bei ihm war. Und das ist auch wichtig, dass man organisiert studiert. Es ist nicht selbstverständlich. Manchmal übe ich auch nicht so organisiert, heutzutage auch nicht. Aber die guten Übungstage sind, wo man einfach organisiert und konzentriert übt. Ne? Okay, also du hast es wirklich, dieses systematische Üben hast du eigentlich von deinem Lehrer dann mitbekommen, weil deine Eltern, sind die Musiker? Nee. So, beide mögen Musik und mein Vater kann schon gut singen und kann ein bisschen Gitarre spielen, aber die sind keine Musiker, also die kannten sich da nicht. Und, also meine Mutter ist Lehrerin, Schullehrerin, dann mit dem Studieren und Lernen und so, dann sie kennt sich sehr gut, aber... Okay. Aber nicht mit Instrumenten. Also nicht mit Instrumenten. Aber das hat dir als junger Schüler geholfen, wirklich, dass du dieses System hattest, dass du wusstest zu Hause, wenn du deine Trompete ausgepackt hast, okay, diese Übung muss ich machen, dann das und dann das und das. Ich glaube, das hilft. Das ist auch, denke ich, weil du gesagt hast, du möchtest auch reinkommen fürs Unterrichten, dann, ich glaube, das ist die größte Aufgabe eines Lehrers, wirklich den Schülern beizubringen, wie man übt und was dann auch in der Übezeit gemacht wird. Weil hier in Deutschland haben wir leider immer nur einmal die Woche, nämlich den Unterricht, und dann sind die Schüler wirklich zu Hause alleine. Und das ist schwer, dass man sich alleine selber organisiert. Und ich glaube, dass es wirklich hilft, vor allem in den ersten Jahren, oder man muss es machen, dass man wirklich Schritt für Schritt dem Schüler einen Plan zu Hause, einen Fahrplan gibt, dass die Schüler wissen, was sie dann machen. Und dann kann man immer noch flexibel sein. Das muss man auch flexibel sein, wenn man müde ist oder manchmal hat man mehr Energie und sagt, ich will noch zusätzlich 2, 3 Lieblingsstücke spielen. Genau. Aber dass man... Ich vergleiche es immer mit Sport, das Üben. Mindestens, ich glaube, mit der Geige ist genauso. Das Gleiche. Aber ich meine, das kann man auch vergleichen mit dem Fitnessstudio zum Beispiel. Oder mit, wenn man in ein Fitnessstudio geht, man kriegt eine Tabelle und du musst dir diese Übungen so viel und so viel machen. Und wenn man so plant, das ist nicht so musikalisch. Aber von der technisch her ist es sehr praktisch. Weil man übt, was man soll. Und noch dazu kommt die Musik, das kann man immer beibringen. Ne? Aber wenn man diese schematische Übung schafft oder systematische Übung schafft, ich finde es sehr interessant, weil das bringt sehr, sehr viel Routine. Und ich glaube, das Ziel für einen Student, der noch bei einem Lehrer ist, ist eine Routine zu bauen. Und das ist irgendwas, das man, und dafür braucht man einige Jahre, ne? Um eine Routine zu bauen, die funktioniert, weil wir sind jeder anders. Ne? Hast du aber trotzdem auch Schwierigkeiten beim Üben oder was sind es dann? Ja, schon. Also es ist tagesabhängig oft. Ne? Es gibt Tage, zum Beispiel heute ist so schön draußen, ne? Und ich habe schon ein paar Stunden geübt und ich würde eigentlich noch ein paar Stunden üben, aber wahrscheinlich nach dem Interview gehe ich spazieren ein bisschen, weil man muss auch die Tage profitieren. Wir sind Menschen und das bringt auch was für die Seele, ne? Dass man nicht nur im Zimmer sitzt und übt. Man muss auch was anderes machen. Aber auch bei den Meisterkursen, was hast du gemerkt? Was ist eine große Schwierigkeit für viele oder für dich auch, wenn du... Ach so, in den letzten Jahren habe ich ein bisschen gemerkt, dass viele nicht mehr Solfège können. Ich weiß nicht, wie man das übersetzt auf Deutsch, aber diese Konversation. Das ist, ich glaube, für neue Musiker, neue Schüler ist irgendwas, das wahrscheinlich nicht so gefördert ist. Und dann, die können es nicht so gut. Ich kann mich erinnern, ich habe sehr viel gemacht. Und mein Lehrer auch, er meinte, als er ein Kind war,
Das war super wichtig. Die müssen immer singen und vom Blatt viel singen. Und das ist, finde ich, sehr wichtig. Und Tonleitern. Ich spreche von der Trompetenbereich. Oft die Jungs kennen nicht viele Tonleiter. Ne? Oder die können nicht auswendig. Ja, G-Dur wahrscheinlich schon, aber A-Dur oder F-Moll oder so Tonleitern, die sind vielleicht nicht so häufig. Mhm. Und ich kann mich erinnern, als Kind, ich war vielleicht 9 oder 10 Jahre alt, ich war schon klein, ne? Das war mein 2. Jahr wahrscheinlich. Mein Lehrer, ich hatte ein Heft, ein Musikheft mit Tonleitern. Und ich musste jede Woche eine neue Tonleiter schreiben und lernen. Ne? Dur, Moll und die relative Moll-Tonleitern. Und einmal habe ich es vergessen und er hat mich wirklich platt gemacht. Du musst es machen. Und seitdem habe ich das immer gemacht. Ne? Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Teil des Übens. Einfach die Tonleitern. Auch für Geige und für jedes Instrument, weil Musik sind am Ende sind Tonleitern. Ne? Und viele üben das nicht. Aber ich glaube, ich weiß nicht, das ist die Eindruck, dass ich gehabt habe. Und die Feinheiten sind manchmal für die Schule schwer einzusetzen, zu schätzen. Aber das war für mich wahrscheinlich auch. Ein Metronom auch. Metronom fällt oft. Metronom fällt oft. Ja. Ich lese gerade eine Frage, die reingekommen ist. Mhm. Also eine Frage auf Italienisch, ich lese sie auf Italienisch und dann übersetze ich auf Deutsch für unsere Zuschauer. Quando è stato il primo insegnamento che è stato importante da subito? Che ha capito da subito che questo insegnamento ha dato qualcosa di importante per la tecnica con lo strumento? Also die Frage an dich, beim ersten Unterricht, der von Anfang an wichtig war, da wurde dir was Wichtiges für die Technik mitgegeben. Und wie hast du verstanden, dass das wichtig für deinen Weg, für die Technik ist? Das, was du im Unterricht mitbekommst. Also, ich muss sagen, dass für die Technik, also die wichtigsten Unterrichte in meinem Leben waren nicht wegen der Technik, waren wegen der Musik oft. So, ich habe ein paar Erinnerungen im Kopf jetzt, von ein paar Lehrern, die ich besucht hatte. Mhm. Und die hatten mir sehr beeindruckt, weil die hatten eine sehr klare Idee von Musik. Und von Technik her, wahrscheinlich mein erster Lehrer, war der Lehrer, der mich einfach beigebracht hat für eine gute Technik, mit dem, wie man richtig übt, wie man alles gut macht, ne? Und alles schön macht, auch beim Technikspielen. Und also das war wahrscheinlich mein erster Lehrer, ja. Die Motivation kam eigentlich für dich, auch wirklich dich intensiv damit zu beschäftigen, einfach durch auch deine Beziehung mit dem Lehrer. Ja, schon. Wir sind immer noch sehr gute Freunde. Also der ist nicht viel älter als ich. Der ist 18 Jahre älter als ich. Also als ich ein Kind war, war er jung. Nicht so alt als ich ungefähr. Mhm. Oder vielleicht jünger. Und dann, wir sind fast zusammengewachsen. Der war schon erwachsen, aber er war jung. Und jetzt ist der, keine Ahnung, fast 50 und so. Und wir sind immer noch sehr gut befreundet. Und ich bin Musiker wegen ihm wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das diese Frage antwortet, aber ich glaube schon. So, ja. Wegen ihm bin ich Musiker einfach. Kannst du den Zuschauern vielleicht erklären auch, was dein erster Lehrer dir mitgegeben hat, wie deine Überroutine aussieht, ob die sich geändert hat, ja. Ob du immer noch das Gleiche machst, was er dir beigebracht hat? Es ist eigentlich sehr ähnlich und er wohnt in Valencia jetzt, er wohnt nicht mehr in Madrid und wenn ich ihn besuche, wir studieren zusammen und wir machen fast eigentlich das Gleiche, ne? Auch, vielleicht die Übungen sind nicht das Gleiche, aber das Prinzip ist immer das Gleiche. Und ich fange immer mit gehaltenen Tönen. Mhm. Und, vielleicht ein bisschen mit dem Mundstück, aber ganz wenig. Und ich halte immer lange Töne, ich spiele immer gehaltene Töne. Also ein Warm-up eigentlich. Die Warm-up, genau. Ja. Für uns ist sehr wichtig, der Warm-up, ne, für Bläser. Okay. Also der erste Warm-up, okay? Warm-up, und in dem Warm-up, man kann verschiedene Sachen schon arbeiten, wenn man Warm-up spielt, ne? Und für mich fängt es immer mit gehaltenen Tönen. Dann kommen immer Tonleiter, immer. Da kann ich mich vielleicht eine halbe Stunde beschäftigen mit Tonleitern, weil da kann man Tonleitern und Arpeggio und so. Und das ist immer, damit kann man Artikulation üben, auch was wir Flexibilität nennen, das sind die Bindungen. Ne? Und damit beschäftige ich mich
ganz viel. Und dann am Ende, ich spiele immer oft. Das hat mir nicht mein erster Lehrer gebracht, aber das habe ich in Berlin, von meinem Lehrer in Berlin genommen. Ich spiele oft Bach-Geige-Partite oder so. Oh, schön. Es gibt eine ganz schöne Partite von Bach. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist A-Moll. Ich kann es dir nicht sagen. Wir haben die Partite in H-Moll, die Sonate ist in A-Moll. Die Sonate dann ist es. Dann ist eine von den Sonaten. Ist ein Satz von der Sonate. Die sind ganz schöne Bindungen und das ist eine gute Übung für Bindungen. Und das mache ich oft. Aber das ist als das Letzte, was ich für die Warm-up mache. Okay. Und wie lange machst du das Warm-up ungefähr? Es kommt an den Tag, weil manche Tage brauche ich ein bisschen weniger und manche Tage brauche ich ein bisschen mehr. Aber es ist circa eine Stunde. Ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Und okay. Das ist praktisch das, was ich jeden Tag mache. Okay. Wenn ich nicht mehr übe, dann bleibt es da. Aber das ist das Wichtigste von meiner Routine. Okay. Und diese Warm-up, das ist eine verlängerte Warm-up eigentlich. Aber das okay. ist, ja. was ich, das ist für die, wie sagt man auf Deutsch, die, das wichtige, der das, Hauptstein von meiner, von meiner Routine. Okay. Aber du hast vorhin gesagt, bei der anderen Frage, dass immer schon auch die Musik Teil der Technik war. Und ja. Weil ich glaube, viele haben einfach auch ein bisschen Hemmungen mit Tonleitertraining intensiv. Und ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, dass man auch schon bei technischen Übungen wirklich da auch schon Musik macht. Dass man nicht erst den Klang sucht, wenn man dann das Stück spielt, sondern auch schon eben wie im Warm-up mit den langen Tönen, dass auch da schon die Qualität da ist und dass ja. das auch schon musikalisch ist. Und ich glaube, dann kommt auch die Freude dann auch und die Begeisterung, dass man mehr suchen möchte und entdecken möchte in diesem Warm-up, in diesen Technikübungen, wenn man einfach das wirklich musikalisch spielt. Ja, ja, ich finde auch, dass wenn es schön klingt, dann ist ein gutes Zeichen, dass Technik gut ist. Wenn es nicht schön klingt, dass irgendwas stimmt nicht. Aber wenn man einen Tonleiter ganz schön spielen kann, leise und schon und wie du willst, aber es muss schön klingen, dann muss man nicht viel anfinden, viel mehr ändern. Dann ist alles da. Wenn nicht schön klingt, dann okay. Warum klingt es nicht schön? Man kann anfangen zu suchen. Aber ich finde, dass man muss alles mindestens da versuchen, dass alles schön klingt. Und das ist ein gutes Zeichen, dass alles funktioniert. Meiner Meinung nach. Das ist ein super Übetipp und ich hoffe, dass sich den viele, viele wirklich merken. Und wenn man, ich glaube, wenn die nur das von diesem Interview mitnehmen, ich glaube, ist es ganz wertvoll, dass man wirklich das versucht. Also danke dir, wie du es gesagt hast. Aber viele, viele haben mich gefragt, auch in Meisterkurse, ja, wie machst du für die Höhetöne und so? Weil viele in der Trompete, man drückt ein bisschen, wenn man nicht kann, man drückt ein bisschen, aber das bringt nichts eigentlich. Wenn man viel drückt. Und ich sage immer, ja, oder die Tiefe, ich kann nicht gut die Tiefe spielen und so. Und ich sage nicht immer, aber irgendwas, was ich immer sage, ist, ja, du musst versuchen, dass es schön klingt. Mhm. Vielleicht nicht so leise, wie du willst, oder vielleicht nicht so laut, wie du kannst, aber wenn es schön klingt, dann ist, du bist in die gute Richtung. Dann kann man, von dahin kann man immer bauen. Und das ist irgendwas, was ich für mich auch selber, deswegen, ich hasse mit Überdämpfer zu üben. Weil okay. da kann man überhaupt nichts schätzen, ob es schön klingt oder nicht. Das ist halt einfach wie ein Ergometer. Das geht. Ja, das ist wie ein Ergometer für einen Radfahrer. Es hilft für die Muskeln, aber nicht für die Leistung. Also das ist deine Priorität, immer bei, egal was du machst, dass wirklich, dass du diesen schönen Klang suchst und einfach die Qualität, egal in welcher Übung du spielst. Und ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, dass man sich das bewusst macht, dass das die Aufgabe ist beim Üben. Das Üben ist einfach nicht, ich muss das jetzt machen, weil der Lehrer es gesagt hat, sondern wirklich, es ist die Zeit mit dem Instrument, in der man wirklich das Instrument besser kennenlernen kann und nutzen kann, damit man merkt, okay, was kann ich aus dem Instrument rausholen? Ob es Trompete, Geige, Klavier, genau. ist ganz egal. Das ist wirklich das Wichtige und das Schöne, diese Zeit alleine mit dem Instrument, dass man sagt, okay, was kommen da für Klänge raus und wie kann ich die noch schöner gestalten? Und genau, das ist ein Ausdauerrennen, weil das schafft man nicht in einer Woche, in zwei Wochen, in einem Monat, nee, das braucht Zeit. Aber am Ende, das zahlt sich aus. Ich glaube, wenn man ein paar Jahre dann gut geübt hat, man spürt schon, okay, ich spiele schon besser als vor 2 Jahren.
Und das ist ein sehr schönes Gefühl, ne? Finde ich. Ja, das stimmt. Es ist eine andere Frage noch reingekommen an dich, Mario, oder an uns. Schauen wir mal. Wie bereitest du physiologisch für einen anspruchsvollen Auftritt dich vor? Wie wird die Vorstellung einer Stresssituation deine Übezeit beeinflussen? Also wie tust du dich mit dem Körper vorbereiten und ob dich, dich davon beim Üben stressen lässt? Also ich finde, dass Stress ist irgendwas, dass man damit rechnen muss. Also Stress ist immer ein Teil des Leistungs. Okay? Also du sagst, es geht nicht ohne Stress. Eine gewisse Portion ich von Stress. Ich kenne es nicht ohne Stress. Also Stress ist für die junge Musikschule Stress ist zum Beispiel vielleicht, es gibt ja die Leistungsprüfungen oder Klassenkonzert, Jugend musiziert, das sind solche Punkte, wo man sagt, das ist stressig. Genau, und auch Konzerte, auch wenn man vor seiner Familie spielt, das kann auch Stress bringen. Ne? Stress. Und damit muss man auch rechnen, weil das zu verneigen, es ist einfach ein Problem, ich finde es. Und wenn man das schon weiß, ab dahin kann man schon das verbessern. Ne? Also du musst dich schon beim Üben darauf vorbereiten und einstellen? Ja, es ist irgendwas, womit ich immer rechne. Wenn ich ein Konzert habe, wenn man im Überzimmer spielt, das ist immer leichter, weil man schwitzt nicht, man kann nur ganz normal atmen, niemand schaut zu, wenn irgendwas schief geht, passiert nichts. Ne? Und dann ist ein ganz anderer Faktor, wenn man im Saal sitzt und dann spielt. Ne? Okay, aber was mir sehr viel Sicherheit bringt, ist zu wissen, dass ich sehr gut geübt habe. Wenn ich sehr gut geübt habe davor und ich bin vorbereitet, es kann schief gehen auch, natürlich. Aber ich bin dann nicht mehr schuldig, weil es kann immer schief gehen. Wir sind Menschen, aber wenn ich gut geübt habe, ich habe alles dagegen getan oder alles dafür getan, dass es gut läuft. Und das bringt mir sehr viel Sicherheit und sehr viel Ruhe. Klar, wenn man ein Probespiel spielt oder ein wichtiges Konzert, ist man immer aufgeregt. Das ist ganz normal. Das passiert jedem. Und wenn jemand sagt, das passiert ihm nicht, ich glaube, das ist eine Lüge. Das passiert alle. Ja, es gibt auch verschiedene Ebenen. Ne? Genau, das wollte ich sagen. Also es gibt Ebenen, dass man so gestresst ist, dass man fast blockiert ist und nichts mehr macht. Ja. Das ist natürlich kein guter Stress. Ja, ja. Aber was im Körper passiert, versuche ich meinen Schülern auch immer oft zu erklären vor eben wichtigen Auftritten oder Wettbewerben und solche Sachen, ist eigentlich im Körper Vorfreude und Stress ist eigentlich das gleiche Gefühl. Nur wir entscheiden, ob es positiv oder negativ ist, weil wir verspüren die gleichen Gefühle, wenn wir Geburtstag oder Besuch. Genau. Und das ist aber toller Stress, weil wir denken, oh, ja, ich kann es kaum erwarten. Und ich glaube, wenn wir lernen, das als Vorfreude dann auch einfach zu spüren und sagen, okay, ich bin konzentrierter, ich bin da, ich freue mich drauf. Und diese Emotion darf einen dann nicht blockieren, aber genau, also ich kann das bestätigen. Ich werde ruhiger oder ich bin ruhiger in den Konzerten, wenn umso besser ich vorbereitet bin. Genau, das ist immer wichtig, ja. Vor allem die Sachen, die man nicht gut kann oder wo man nicht gut vorbereitet ist, da die Wahrscheinlichkeit, dass das schief geht, ist immer höher beim Konzert, ne? Weil man nervös ist und dann man ist nicht so vielleicht fokussiert, weil man weiß, okay, die Stelle ist noch nie gut gekommen. Dann im Konzert, es kann sein, dass es gut kommt, aber das ist nur Glück. Es sollte nicht um Glück, Glück sollte kein Faktor sein in einem Auftritt. Also Glück ist, Pech ist ein Faktor, kann ein Faktor sein, aber Glück ist sollte nicht ein Faktor sein. Und klar, es gibt auch Konzerte, wo ich mehr nervös bin und Konzerte, wo ich ruhiger bin. Es hat nichts zu tun mit dem, wie kann man sagen, mit der Schwierigkeit auch von dem Stück oder von der Bühne. Es gibt manchmal, wo ich auf eine sehr große Bühne gespielt habe und ich fühlte mich sehr, super ruhig, weil ich, keine Ahnung, an dem Tag fühlte ich mich gut. Mhm. Und es gab auch Konzerte, ich kann mich von ein paar Konzerten erinnern, wo vielleicht, ich hatte nicht so viel zu spielen, aber irgendwie war ich super unruhig. Okay. Und ich könnte auch nicht wissen, warum. Und mit den Tagen muss man auch rechnen. Und man muss sich auch gut kennen und wissen, okay, heute werde ich leiden, aber es passiert nichts. Niemand stirbt und das Leben geht weiter, das ist nicht so schlimm.
Ja, auch das nicht ganz so tragisch sehen, weil wenn wir einen Fehler machen, was ist ein Fehler? Wir spielen einen falschen Rhythmus, wir spielen eine falsche Note, das passiert. Aber in dem Moment, wo es passiert ist, ist es schon, da kann man sich nicht mehr, dann kann man nichts mehr machen. Beim Üben ja, aber im Konzert nicht mehr. Und dann ist es wichtiger, den Kopf dann wirklich auf das, was noch kommt, auf das zu konzentrieren und sich nicht fertig machen, Kopf, Mensch, ich habe diese Note. Weil eine Note, die schlecht geht, das hat das Buch auch schon wieder vergessen. Aber wenn wir uns noch damit beschäftigen, dann die Folgentakte, die Folgenstücke sind dann umso schwieriger dann zu meistern. Und ich glaube auch, dass wir der Umgang mit Fehlern, dass wir einfach lernen zu sagen, oh okay, die Note war jetzt daneben, gut, next. Nächste Note. Und dann einfach uns auf das konzentrieren, was wir vor uns haben. Und ich lerne viel, also ich lerne nicht, aber ich bewundere immer die Tennisspieler zum Beispiel. Ich habe selber Tennis gespielt als Kind. Und wenn ich zum Beispiel Rafael Nadal oder so einen Tennisspieler, die spielen im Finale von Wimbledon oder sowas und dann die machen einen Fehler, du merkst, okay, weiter. Und diese mentale Stärke, das finde ich krass. Und das ist für uns auch sehr wichtig. Ne? Das kann sein, dass man spielt eine Stelle und keinen Ton trifft, aber jetzt kommt der Nächste. Und das Nächste ist wieder was anderes. Okay? Was passiert ist, ist halt passiert, kann man nicht mehr ändern. Aber wir müssen, okay, jetzt kommt das Nächste und das Nächste und das Nächste. Mhm. Und das ist, wenn man fokussiert in dem Moment ist, das ist immer sehr wichtig. Ne? Weil, auch nicht an was kommt, weil was kommt, wird irgendwann kommen, aber es kommt noch. Ja. Aber auch das kann man lernen. Also das ist auch die Erfahrung. Also auch da wirklich zulassen, man wird mit jedem Schritt besser. Das ist jetzt für mich auch die ganze, mit YouTube, mit Videos drehen, merke ich auch, ich fühle mich wieder wie ein Anfänger, denke ich, okay. Ja, aber es ist eine gute Erfahrung. Und man denkt, okay, gut, ich habe einen Fehler gemacht, ich lerne, man wird immer besser mit allem. Und das, glaube ich, ist wirklich wichtig, dass einfach die Schüler das auch einfach wissen und sich nicht einreden, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, sondern nein, man lernt. Und man muss natürlich die Arbeit dafür tun. Man kann nicht auf der Couch sitzen und erwarten, dass man super spielt. Das geht natürlich nicht. Dann einfach sagen, okay, ist passiert, weiter und ich lerne fürs nächste Mal. Und das ist manchmal dann auch sehr, sehr wertvoll. Und das führt mich zu meiner nächsten Frage. Tust du dich, wenn du an ein Konzert hast, an dem Tag anders vorbereiten oder machst du immer das gleiche Warm-up? Also vom Warm-up her mache ich normalerweise immer das gleiche. Okay. Egal, weil das ist auch eine Strategie, um immer das gleiche Gefühl beim Spielen zu haben. Ne? Das ist auch, ich glaube, der Sinn der Routine für mich. Dass man immer ungefähr das gleiche Gefühl beim Spielen hat. Und das bringt mir auch sehr viel Sicherheit. Wenn ich weiß, okay, vielleicht an einem Tag, wo ich mich nicht so gut fühle, okay, ich mache aber trotzdem meine Routine. Und irgendwann werde ich mich ein bisschen besser fühlen. Ist mir mal passiert. Ich kann mich erinnern, einmal habe ich ein Konzert gespielt in Berlin. Und morgens hatte ich geübt und ich hatte ein bisschen zu viel geübt und ich war ein bisschen müde. Und wenn ich abends die Trompete angenommen habe, es kam nicht raus, ne? Am Anfang. Und ich war auch, jetzt muss ich aber ein Konzert spielen. Und dann aber ich habe langsam wieder angefangen und dann irgendwann kam. Und dann kam es wieder. Deswegen für mich diese Routine bringt sehr viel Sicherheit. Okay. Und das ist irgendwas, das mache ich sehr bewusst, diese Routine. Mhm. Hast du auch bewusste Schritte, wenn du ein neues Stück lernst? Ja, schon. Also für mich, wenn man ein neues Stück anfängt, das Wichtigste ist immer der Metronom. Okay. Ist immer das Wichtigste. Langsam und mit Metronom. Und sogar, es kann auch ohne Metronom sein, aber dann sehr, sehr langsam. Okay, also aber das Metronom ist über Tipp 2. Ja, ja. Also mit Metronom. Das ist schon 2 und 3. Mit Metronom und langsam. Danke. Ja. Ich habe schon vielen Metronomen verloren, weil ich vergesse die irgendwo. Aber das heißt, dass ich die benutze, ne? Weil das sind irgendwo. Und ich muss ab und zu neue Metronome kaufen, weil ich die verliere. Aber jetzt kaufe ich immer die billigste. Oder ich habe sie in meinem Handy. Okay. Aber mindestens irgendwas, das das Tempo zeigt. Es kann alles, was du willst, auch egal. Aber irgendwas, das ein regelmäßiges Tempo zeigt. Es kann auch ein Art sein. Die Grundlage für dich ist der Rhythmus, das Tempo, einfach die Stabilität. Ja, ja, weil sonst merkt man oft nicht. Ne? Und ich war jemand auch als Kind, der hat immer gerannt beim Spielen. Ich habe immer viel zu schnell gespielt. Immer. Und ich habe es überhaupt nicht gespürt.
Aber ich bin auch so. Ich rede schnell, ich mache alles super schnell. Ne? Und dann für mich ist ein Werkzeug, das hilft mir, um ein bisschen langsamer zu werden. Okay. Und ein bisschen objektiver Tempo zu haben. Weil sonst, das hat mir sehr viel geholfen. Und jetzt bin ich auch viel stabiler. Aber früher habe ich immer dadurch Probleme gehabt. So, wenn man so das nennen kann. Ja. Was wäre dann der nächste Schritt? Einfach weitermachen. Also meinst du mit dem Stück? Mit dem Stück, ja. Wenn du ein Stück ganz neu lernst. Ein Trompetenkonzert. Ja, ja. Und dann erstmal Metronom, langsam. Ja, dann, wenn ich das alles technisch schon gut kann, ich meine, das habe ich jede Stelle langsam geübt und dann wieder bis zum der richtigen Geschwindigkeit und das schon gut kommt und alles sauber klingt, dann ich versuche einen musikalischen Sinn zu finden. Ne? Okay, das Stück, das findet man auch, als man langsam übt. Ne? Man sieht, okay, das ist so gestalten und das heißt so und dann. Aber dann achte ich ein bisschen mehr auf Dynamik und was Artikulation auch. Und okay, wie kann ich ein bisschen mehr Charakter zeigen hier? Und vielleicht ich interessiere mich auch ein bisschen für, wer der Komponist war. Was hat er auch noch komponiert? Das war sehr lustig, weil ich habe in die letzten Zeiten ein Stück von Sutermeister geübt. Und die Flavia hat auch ein Stück von Sutermeister geübt, gleichzeitig. Aber ich wusste es nicht. Und die klangen eigentlich sehr ähnlich. Ne? Und ich habe sie gefragt, was übst du da? Und sie meinte, der Sutermeister. Ah, okay, ja, deswegen. Und kurz zwischen schrieb ich ein, Flavia ist seine Freundin und spielt Klarinette. Ja. Also interessant auch, ja. Eben manche Komponisten, die für verschiedene Instrumente dann schreiben. Genau. Und dann ist es gut, zum Beispiel, wenn man ein Stück von Haydn spielt oder übt, andere Musik von Haydn kennen. Mhm. Ne? Oder von Brahms oder was es ist, egal. Man muss einfach andere Musik von dem Komponist kennen, weil so kann man auch sich ein bisschen in dem Gefühl oder in der Sprache von Komponist sich beschäftigen. Ne? Das ist auch sehr wichtig. Genau. Dann. Ja, danke dir für die ganzen Tipps. Jetzt eine Frage, die mich interessiert, weil ich meine Schüler immer dazu animieren, sich die Dinge aufzuschreiben, weil man auch einfach hat viel, die haben viel in der Schule und dann viele andere Hobbys und der Kopf kann sich auch nicht immer alles merken. Mhm. Schreibst du dir deine Sachen auf, was du übst und wann du was geübt hast? Leider nicht. Es ist irgendwas, das ich immer denke, ich muss es machen, aber irgendwie dann mache ich es nicht. Ich weiß, dass es wahrscheinlich mir helfen würde, weil ich bin jemand auch, der tausende Sachen im Kopf hat immer und ich kann mich ganz schnell ablenken. Aber ich werde es wahrscheinlich probieren und versuchen, weil es kann mir auf jeden Fall helfen. Weil es hilft mit der Ordnung einfach. Und wenn man organisiert und ordentlich übt, dann ist es halt besser. Ne? Okay, du schreibst es dir nicht auf, aber überlegst du dir, bevor du anfängst mit dem ersten Ton, was du an dem Tag üben möchtest? Hast du ein bisschen? Ja, schon. Also, jetzt, wo ich so viel Freizeit habe, ist es ein bisschen schwieriger, weil man muss sich selber ein bisschen einrichten, okay, was ich üben möchte, ne? Einfach, was möchte ich üben. Wenn ich jetzt zu tun habe, dann schon, dann gehe ich ganz direkt auf den Punkt, und wenn ich was für das Orchester zu üben habe, dann übe ich halt, was ich spielen muss. Sonst, wenn ich ein Konzert habe, okay, das muss ich dann das Konzert üben. Dann ich gehe ganz direkt auf den Punkt. Und wenn ich die Stücke schon kenne, das ist halt schneller. Ne? Dann okay, da spiele ich die Stellen, die ich weiß, die sind problematisch, dann ich arbeite ein bisschen mehr dran. Und sonst, ja, ich weiß ungefähr schon, was ich üben muss. Okay, also es hilft dir auch, obwohl du die Trompete liebst und du ein Profi bist, dass du auch wirklich konkrete Ziele hast und du weißt, dass du, okay, an dem Tag muss ich das Stück spielen und dann übt man auch anders. Also für dich war jetzt wahrscheinlich auch interessant, diese Erfahrung, wenn man keine Termine hat, keine konkreten Ziele, dass es viel schwieriger ist, sich dann auch zu motivieren. Ja, ja. Auch die Motivation, wenn man das Instrument wirklich liebt. Und ich glaube, du hattest sicher auch Tage in dieser Zeit, wo du weniger Motivation hattest, oder? Also weniger oder null. Also
Okay, danke für deine Ehrlichkeit. Ja, was soll ich jetzt üben heute? Zum Glück hatte ich schon ein paar Stücke im Kopf, die ich nicht geübt hatte, weil ich keine Zeit hatte. Oder vielleicht waren Stücke, die sind sehr schwierig und sehr schwer zu üben, als man arbeitet dazu. Weil man oft bei uns ist der Ansatz ein Faktor, wenn man übt. Ne? Okay, was habe ich morgen? Wenn man ein schweres Konzert morgen hat, man soll nicht so viel, nichts Schweres an dem Tag üben. Ne? Ja, aber dann jetzt sehr viel Zeit. Dann habe ich andere neue Stücke geübt. Ich habe auch Naturtrompete geübt. Das ist irgendwas, das ich nicht konnte. Und ich hatte ihn im Schrank. Und ich habe mich damit beschäftigt. Und das fand ich auch interessant. Hat mir sehr viel geholfen mit der Motivation. Aber ja, es gibt Tage, wo man keinen Bock hat. Ne? Und das ja. Muss man auch wissen, ob an dem Tag man einfach frei machen muss. Mhm. Aber das sollte nicht, das sollte eine Ausnahme sein. Nicht deswegen. Okay. Ne? Wenn man immer denkt, okay, ich bin nicht motiviert, ich übe nichts, dann kann es sein, dass man einen Monat lang nicht übt. Ne? Und ne, das muss auch die Motivation finden. Aber das, hast du konkrete Tipps oder was machst du, wenn du nicht motiviert bist? Wie bringst du dich damit? Ich fange einfach an. Einfach wenn ich will, ich fange einfach an und vielleicht die Motivation kommt. Okay. Wenn es kommt, ist gut. Wenn nicht, dann ich habe halt mindestens irgendwas geübt. Okay. Picasso, der Maler, der sagte immer, die Motivation oder die Motivation muss mich beim Arbeiten treffen. Ne? Mhm. Und das stimmt. Wenn man nicht arbeitet, Motivation kommt einfach nicht. Ne? Oder Inspiration, wie sagt man auf Deutsch? Inspiration. Ne? Inspiration, das gleiche Wort. Inspiration muss kommen, als ich arbeite. Ne? Okay. Also du sagst, dass es eigentlich nicht möglich ist, dass man immer motiviert ist. Nein, und dass man auch eigentlich, hast du das Motto ein bisschen wie Nike auch, just do it, einfach machen. Und dass oft dann auch einfach die Motivation dann erst kommt, wenn man sich überwunden hat und wenn man angefangen hat zu üben, dann kommt auch oft die Freude. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach nicht drauf wartet, bis man, heute habe ich Lust drauf. Wie gesagt, manchmal ist man müde und dann ist es aber trotzdem schade, wenn man einfach Tage vergehen lässt und wirklich so sich verbessern könnte mit dem Instrument, nur weil man einfach jetzt im Moment, ja klar, mit dem Handy zu spielen ist weniger anstrengend und deshalb ist es, glaube ich, gefährlich, man sucht, weil man muss sich überwinden, ganz klar. Und ich glaube, es tut gut, auch einfach zu hören, dass auch ein Profimusiker sich überwinden muss und sagt, okay, heute ist anstrengend, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und dann hinterher ist man dann trotzdem stolz drauf. Ich weiß nicht, ob du mal ein Übetagebuch gesehen hast, was ich für meine Schüler gemacht habe. Und da hast du eine Leiste eingefügt. Wie hast du dich heute gefühlt? Ja. Kann man ankreuzen, ja, ich habe trotzdem geübt, hatte nicht wirklich Lust oder super. Weil oft finde ich, dass an den Tagen, wenn jemand geübt hat und angekreuzt, heute habe ich mich eigentlich nicht so nach Üben gefühlt. Und das sind eigentlich die erfolgreichen Tage, meiner Meinung nach. Weil wenn man, wenn die Sonne scheint, wenn ich mich super fühle, ich habe geschlafen, dann ist alles einfacher. Aber in den Tagen, wo du keine Lust und Energie hast, dann zu üben, das ist toll. Ich finde es auch so. Eigentlich, ich muss auch sagen, es gibt Tage, wo es wirklich nicht möglich ist, wo es nichts funktioniert. Man hat auch Tage, wo man spielt und denkt, okay, heute kommt überhaupt nicht raus. Ich schaffe es nicht und es ist für den Kopf auch ganz belastend. Ne? Und es gibt, die sind die wenigsten, aber ab und zu passiert, dass man versucht und es ist wirklich nicht möglich. Ne? Und an dem Tag ist oft besser, spazieren zu gehen und dann, okay, heute nehme ich frei. Klar, das muss immer Ausnahme sein, ne? Aber wie du sagst, oft passiert, dass man keinen Bock hat oder keine Lust hat und man fängt an, okay, schauen wir mal, was heute passiert. Und dann am Ende des Tages, man denkt, okay, heute habe ich aber gut geübt. Und die sind, man lernt, ne? Und am Ende es ist immer wichtig, dass man viel spielt, ne? Weil es ist einfach ein ganz langer Weg. Und man muss einfach den Weg, einen Schritt nach einem Schritt, nach einem Schritt. Und man läuft den Weg und das Ende ist irgendwann. Ne? Aber du siehst es nicht, das Ende. Du musst immer weitergehen. Wenn man sich hinsetzt, dann bringt nichts. Ne? Und das ist oft schwer, weil
wir kriegen für andere Aktivitäten oft direkt die Belohnung. Und deshalb ist auch ein Instrument üben so schwierig, weil die Belohnung kommt vielleicht erst nach ein paar Jahren. Ja, schon. Nach ein paar Monaten, nach ein paar Wochen, je nachdem, was man übt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, nach den ganzen Übetipps, die du jetzt gegeben hast und auch, weil wir über Motivation reden, dass einerseits der Umgang mit Fehlern, dass man wirklich sagt, okay, Fehler passieren und die, da macht die helfen auch, aber dass man auch wirklich lernt, dass man sagt, okay, ich übe und vielleicht habe ich dann die Belohnung erst das Stück, dann vielleicht erst in ein paar Wochen, ein paar Monaten. Und deshalb, Geduld ist wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, dass man das lernt. Und ich glaube, das kann man auch mit dem Instrument lernen. Und deshalb ist ja auch ein Instrument lernen für die Entwicklung, für die jungen Schüler so toll und so wertvoll, weil die das wirklich mitnehmen für alles andere auch im Leben. Du hast vom Sport gesprochen, da ist es das Gleiche. Ja, genau. Das ist auch. Tennis, Aufschläge. Vielleicht für ein Match dann in 2 Monaten. Aber das ist dann das Gleiche. Und deshalb wirklich Respekt für alle Schüler und alle Musikschüler, die das wirklich machen. Weil es ist nicht einfach. Und wir wissen das auch als Profis, dass man sagt, okay, ich übe und ich übe und ich übe. Ich sehe vielleicht kein Resultat, aber ich bleibe dabei. Ich gebe nicht auf und irgendwann mal klappt es. Und dass man nicht zu früh aufgibt, dass man nicht zu früh stehen bleibt, sondern... Ja, es gibt eine... Die letzte, du hast es wahrscheinlich mitgekriegt, in die letzte, ja, schon im Januar, glaube ich, ist ein Basketballspieler gestorben. Ja, er war sehr berühmt, Kobe Bryant. Ne? Und er hat die ganz interessante Sicht vom Üben, ne? Oder Praxis, oder wie die er das nennt. Ne? Eigentlich, er meinte, du musst dich jeden Tag nach dem Üben oder so im Spiegel schauen und denken: Bin ich ein bisschen besser wie gestern? Mindestens ein bisschen. Normalerweise muss die Antwort immer ja sein. Ne? Oder mindestens nicht schlechter. Ne? Und wenn man ein bisschen besser jeden Tag ist, ein bisschen, es muss vielleicht sein 0,01%. Ne? Ja. Jeden Tag, aber in 10 Jahren, dann bist du viel besser. Ne? Mhm. Und das ist, ich finde es ein guter Approach zu dem Ding. Ne? Ja. Weil einfach, man muss jeden Tag ein bisschen besser sein. Es reicht ein bisschen. Man kann auch nicht einen Marathon laufen und von null zum Marathon. Ne? Man muss jetzt mal einen Kilometer laufen, dann hat man Muskelkater, dann nochmal einen Tag. Also das ist schwer, aber ich glaube, am Ende lohnt es sich. Ne? Mhm. Weil viele reden auch, ja, du hast so viel Talent und so. Ja, warte mal. Ich habe so viel geübt auch. Okay, danke, dass du sagst. Also klar, natürlich, man muss das Instrument lieben, man muss auch das wirklich wollen, aber und auch ein Talent oder eine Begabung dafür mitbringen, dass man sagt, okay, ich bin relativ klein, für mich wäre es jetzt vielleicht nicht das richtige Instrument, wenn ich Kontrabass spielen würde. Ja, klar. Also auch das muss stimmen natürlich, aber die Arbeit, also man vergisst oft, wenn ein Musiker auf der Bühne steht oder was wir auf einer CD hören oder im Fernsehen sehen, das ist das Endergebnis. Und wir sehen leider oft nicht, wie viel Arbeit davor ist. Wir sehen der Schluss, wir sehen nicht die Monate davor. Und deshalb denken wir beim Üben, oh, das klingt nicht wie auf der CD oder oh, das klingt noch nicht wie bei meinem Lehrer, das klingt noch nicht wie im Konzert. Kann noch nicht. Auch die haben am Tag 1 ganz anders gespielt. Ja, vor allem, es ist, ich denke oft, wenn mich jemand hört im Überzimmer, meine Güte, weil es gibt viel Schlechtes oft, ne? Wo man noch alles lernt und weil man auch versucht und man versucht, okay, wie mache ich jetzt dann? Ich versuche jetzt anders, okay, das funktioniert nicht. Und dann, da passieren viele Fälle, ne, im Überzimmer. Aber dann, das Endergebnis, wie du sagst, ist das Konzert oder das CD, wo alles sauber sein muss. Ne? Aber das ist das Konzert. Im Überzimmer muss man einfach viel Schlechtes machen, um dass irgendwas Gutes kommt. Sonst, weil ein Fußballspieler hat wahnsinnig viele Elfmeter rausgeschossen, bis endlich mal in Champions League-Finale ein Elfmeter reingeht. Ne? Ja. Und das ist irgendwas, das man nicht oft sieht, wie du sagst. Es ist eine Kombination von Talent, klar, das muss das sein, weil wenn jemand kein Talent hat, es ist schwieriger, ne? Nicht unmöglich, aber schwieriger. Und dann Talent und Arbeit. Wenn die Arbeit nicht da ist, du kannst so viel Talent haben, ich bin vielleicht ein
super Talent für Fußball. Aber ich weiß es nicht, weil ich habe nie Fußball gespielt. Und dann, vielleicht hatte ich ein Talent, ich weiß es nicht. Aber danke für deine Ehrlichkeit und ich glaube und ich hoffe auch, dass sich einige Schüler das anschauen, weil du als Solotrompeter des Münchner Rundfunksorchester, der mit Berliner Philharmoniker, Mailänder Scala gespielt hast und in noch vielen anderen tollen Orchestern, wenn du sagst, es klingt bei dir auch, du spielst falsche Töne im Übelzimmer, also dann dürfen die Schüler bitte ganz entspannt sein. Und es ist ein Weg, aber ihr schafft das. Und natürlich muss man auch richtig üben. Also klar, wenn ich 10-mal den Takt falsch spiele, dann komme ich natürlich nicht ans Ziel. Aber ihr habt dafür ja euren Lehrer, euren Unterricht. Und ich hoffe, dass einfach viele das jetzt auch mitnehmen und sich nicht unter Druck setzen, auch in der Übezeit. Und ich glaube, das hilft auch der Motivation dann. Also das eine hilft dem anderen auch. Dass man sich eben die Zeit gibt und ja. Hat man dann auch die Motivation und sagt, okay, und heute probiere ich es nochmal, heute probiere ich es nochmal. Und ich könnte noch echt lange mit dir darüber mich unterhalten, weil das ist auch für mich total interessant. Ja, und ja, super. Thema. Aber ich möchte langsam ein bisschen zum Schluss kommen, weil wir schon über eine Stunde jetzt reden. Ah, okay. Geht schnell. Wir haben jetzt ein bisschen über das Üben gesprochen, über Tipps, wie du neue Stücke lernst, über Motivation und da wirklich tolle Sachen, die du da uns mitgegeben hast. Danke dafür. Zum Schluss noch ein bisschen. Du machst wirklich sehr, sehr, sehr viel und du hast als junger Musiker schon auch in jungen Jahren viel gemacht. Hast du, wie machst du das mit der Zeiteinteilung? Weil ich merke, das ist auch ein großer Faktor. Also manchmal ist die Motivation auch da, manchmal wissen sie auch, wie sie es üben, aber es ist heute immer mehr, dass einfach Schule sehr viel länger ist, sehr viel verlangt wird. Dann natürlich sind die Freunde da, dann Familien, dann noch Sport und die anderen Aktivitäten. Wie machst du es mit der Zeiteinteilung? So, jetzt ist viel einfacher, vor allem als ich in der Hochschule angefangen habe. Das war für mich ein Traum, ne? Weil ich könnte den ganzen Tag üben. Ich hatte nichts anderes als die Hochschule und das war super. Aber davor war es viel schwieriger. Als ich im Gymnasium noch war, dann hatte ich noch Tennis gespielt, wie gesagt. Ich musste viele Hausaufgaben machen in dem Gymnasium halt. Und dazu musste ich noch im Konservatorium gehen, so wie Musikschule damals. Und noch dazu üben. Ne? Und ich kann mich erinnern, dass am Jahr von meinem Abitur, ich könnte fast nicht üben. Und das war für mich ein Albtraum, ne? Weil ich möchte schon üben. Und ich wusste, ich habe meine Aufnahmeprüfung für die Hochschule, aber ich kann nicht üben, weil ich muss die Abi machen und so. Und das war für mich schwierig. Aber ich glaube, man findet immer Zeit, wenn man will. Man findet immer mindestens eine Stunde am Tag, kann man immer finden. Oder eine halbe Stunde, egal wie viel. Aber ein bisschen muss man immer finden. Weil oft, und damals, in der Zeit, in der ich spreche, gab es kein Smartphone. So, es gab nicht so viele Ablenkungen. Ich habe das Gefühl, dass ich selber auch, wir verwenden so viel Zeit mit Facebook und Instagram und alles, was es gibt, ne, Internet generell. Und wir könnten viel mehr machen. Deswegen, ich glaube, man kann immer ein bisschen Zeit finden. Weil oft machen wir irgendwas, ja, ich habe keine Zeit im Moment. Mhm. Du hättest schon Zeit, wenn du das wolltest. Ne? Aber klar, ich verstehe, dass oft schwierig ist, nicht für viele. Aber ich glaube, man kann immer ein bisschen. Okay, also du sagst, es gibt eben wie Abitur, ich habe jetzt auch einige Abiturienten, dann natürlich, das ist eine Phase, das ist eine intensive Zeit in Vorbereitung lernen, dann aber selbst dann, vielleicht ein bisschen weniger, aber trotzdem, dass man regelmäßig dran bleibt, wenn man zu lange Pause macht, dann wieder reinzukommen, ist fast schwieriger. Als wenn man auf jeden Fall das Instrument jeden Tag spielen, das habe ich auch gemacht. Vielleicht nicht immer geübt, vielleicht war eine Probe von der Blaskapelle, dann war der Unterricht mit meinem Lehrer, dann war vielleicht ein Kammermusikunterricht oder so. Ich habe jeden Tag geübt, es war gespielt, immer. Aber geübt, ich könnte nicht viel. Ne? Richtig mich hinsetzen und üben, das war nicht möglich. So viel, wie ich wollte. Ne? Deswegen danach in der Hochschule war ein Traum, weil ich könnte einfach für mich Zeit haben. Ne? Aber ich glaube, das Instrument jeden Tag zu spielen, egal wie, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Für uns wegen Kondition, weil wenn man eine Woche lang nicht spielt, dann ist wieder wie ein Fremdkörper im Mund wieder. Aber wahrscheinlich für euch auch, ne? Ja, das Gleiche. Ja, genau. Und mindestens das Instrument in Hand zu haben oder im Mund oder egal, was man spielt,
und das Ding zu bedienen ein bisschen. Vielleicht bedienen ist nicht das richtige Wort, aber irgendwie das zu benutzen mindestens. Ja. Einfach das Gefühl haben von dem Instrument. Okay, und dann einfach schauen, ob man vielleicht nicht doch woanders ein bisschen Zeit sparen kann. Ja, ja, genau. Das ist oft, wie gesagt, wir verwenden. Man muss sich entscheiden. Man kann dann nicht alles machen. Man muss dann wirklich sagen, okay, da muss ich dazu Nein sagen, wenn ich zum Instrument Ja sagen möchte, wenn ich es wirklich gerne mache, aber dass auch ein gutes Ergebnis dabei rauskommen soll, da muss ich so viel Zeit investieren. Das ist bei jedem Instrument ein bisschen anders. Ja. Aber dass man sagt, okay, da muss man sich einfach die Zeit dafür nehmen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man das Instrument spielt, so viel wie man kann oder wie man will. Manchmal will man halt nicht so viel, aber man muss sich, wenn man Profi werden möchte, ne? Das ist auch keine andere Frage, weil es kann sein, dass ein Hobbymusiker braucht es nicht unbedingt. Er kann spielen so viel, wie er will, nicht mehr, wie er will. Aber wir Profis, wir müssen uns zwingen oft. Ne? Mhm. Und das ist für jeden auch Studenten, ne? Von der Hochschule. Man muss sich zwingen. Wie man sich zwingt, man findet seinen Weg. Ne? Vielleicht nach dem Üben, man denkt, okay, jetzt esse ich ein Stück Kuchen. Eine Belohnung, keine Ahnung. Achso, das war anders, sich belohnt, meinst du? Ja, ja. Ja, manchmal ist es auch ein Weg, dass man sagt, okay, also vielleicht nicht jeden Tag einen Kuchen, weil sonst... Oder FIFA. Dass man sagt, okay, ich übe vielleicht so viel und danach erlaube ich mir die TV-Serie oder ich gehe dann mit den Freunden oder ich gehe dann auf Instagram und dass man sagt, ich mache aber zuerst das andere und dann hinterher für mich als Belohnung. Genau. Ja, das ist... Man kann auch sich selber belohnen, ne? Warum nicht? Ja. Mit der Motivation fällt, eine Belohnung ist immer eine gute Motivation. Ja. Und dann... Als Abschluss, ich weiß, es ist eine schwierige Frage, aber wenn du nur drei Übetipps einem Schüler von dir, jetzt nehmen wir mal hypothetischen Schüler oder kannst einen echten Schüler dir vorstellen beim Meisterkurs, wenn du drei Tipps mitgeben könntest, was sind diese? Also irgendwas, was ich mit den Jahren gelernt habe, das eigentlich hilft. Erstmal wäre konstant zu bleiben, also, auch wenn nicht viel, mindestens jeden Tag. Wenn nicht viel am Tag, aber jeden Tag. Okay, also regelmäßig sagst du? Regelmäßigkeit, ja. Dann noch Metronom, ist irgendwas, das vielen Schulen fehlt, einfach. Mir auch, also es ist ein Tipp für jede, Metronom ist sehr wichtig. Und das andere, würde ich sagen, ja, einfach so viel, dass die Musik genießen, wie man kann, ne? Auch nicht mit dem Instrument nur, sonst Konzerte zu hören, Aufnahmen zuzuhören, sich ein bisschen beschäftigen mit der Musik, nicht nur mit dem Instrument, weil oft sind wir sehr eingeschränkt mit dem Instrument. Ja. Und wir sind nur Trompeter oder Geiger oder Bassist oder, nein, wir sind Musiker, wir sind erstmal Menschen, das muss man auch nicht vergessen. Ja. Dann sind wir Musiker. Und als Musiker, wir müssen die Musik kennen, nicht nur die Trompete. Weil es ist schön, wenn man das Repertoire vom selben Instrument, vom eigenen Instrument kennt, aber man kennt vielleicht nicht die Klavierkonzerte von Beethoven oder von Tchaikovsky oder was es ist, egal. Man muss die auch kennen. Ne? Und ich glaube, es ist interessant, wenn man andere Musik auch hört. Nicht nur klassische Musik, auch Funk oder was es ist. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich sehr viel mit Musik beschäftigt. Danke dir. Bitte, bitte. Fabio, wenn die Leute mit dir in Kontakt bleiben wollen, wo können sie mehr Informationen oder finden? Tust du regelmäßig irgendwo posten? Wir haben jetzt zwar über Instagram und Facebook gesprochen, aber ja. Hast du etwas, wo die Leute dir folgen können? Also ich habe einfach meine Instagram persönliche Seite. Das ist nicht so professionell, würde ich sagen, weil da poste ich oft nur Bilder, die ich mag, nicht mit Trompete oder so. Aber da bin ich erreichbar. Facebook auch, genau das Gleiche. Also das ist meine persönliche Seite. Und ich poste nicht oft professionelle Sachen, aber auch ab und zu. Und ich werde irgendwann meine Website eröffnen. Ich weiß nicht wann. Wir freuen uns. Weil eigentlich, ich bin sehr faul dafür, aber ich habe schon angefangen. Ich muss es nur zu Ende bringen. Sehr gut. Aber ich gebe mehr Zeit. Okay.
Also ich habe auch ein bisschen noch gesucht und für diejenigen, die interessiert sind, auf YouTube gibt es noch ein paar wirklich tolle Videos von Konzerten von Mario. Die lohnen sich, sich anzuschauen, und ich werde das ein oder andere noch unten dann auch verlinken und auch den Instagram-Account und Facebook-Account. Und wenn jemand da noch Fragen hat, kann er gerne in den Kommentaren etwas schreiben, oder dann dürfen die dir auch direkt dann schreiben, falls er noch Fragen hat. Ja, ich bin erreichbar, also ich kann Dankeschön. Immer Fragen und Zweifeln antworten, und ich bin offen für, auch für Fragen. Auf jeden Fall. Sehr schön. Also wenn Fragen noch sind, an mich oder an den Mario. Mario, vielen, vielen Dank. Das war wirklich ein sehr interessantes Interview. Ich habe auch sehr viel von dir gelernt. Dankeschön. War sehr schön. Und ich freue mich auf unser Wiedersehen. Viel Erfolg für die nächsten Konzerte. Und danke. Dann ja. Danke für die Einladung. Es war schon sehr interessant für mich auch. Es hat mir geholfen, um meine Gedanken einzuordnen. Und ja, ich freue mich, weil wir haben noch nie auf Deutsch geredet. Und das war für mich auch eine Herausforderung. Hast du super gemacht. Und, ja, uff. Jetzt war ein bisschen kompliziert, weil ich hatte seit einer langen Zeit eigentlich nicht so viel Deutsch mehr geredet, ne? Weil ich habe meine Kollegen nichts gesehen und ich habe nicht gearbeitet. Dann ich war hier mit Flavia, wir haben halt viel Italienisch gesprochen. Aber ich glaube, es hat geklappt. Aber wie die Schüler ja auch lernen sollen, du mit der Sprache, und hat jeder so seinen Weg. Und ich glaube, einfach probieren, und das, was wir besprochen haben, trifft auf alles zu. Für die Schule, für den Moment, für Sprachenlernen, für den Sport. Und ich hoffe sehr, dass ihr einiges mitnehmen konntet. Und danke fürs Dabeisein. Bitteschön. In 2 Wochen wird dann das nächste Interview stattfinden, denn mein nächster Gast ist ein Pianist. Also für die Pianisten gibt es dann einiges zu beantworten. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Wir verabschieden uns und danke fürs Einschalten. Tschüss. Ciao, bis dann. Ciao, ciao.